Im Wahlkampf setzt Kiesinger alles auf eine Karte. Absolute Mehrheit für die Union. Die Kampagne ist ganz auf den Kanzler zugeschnitten. Es geht um die wichtigste Bundestagswahl seit dem Jahre 1949. Klaren Kuss in diesem gefährlichen Jahrzehnt. Ich muss leider sagen, dass ich hier sowohl gegenüber der FDP wie gegenüber der SPD meine schwersten Bedenken habe und gar bei einer Koalition der beiden. Doch der räumt er wenig Chancen ein. Am Wahltag setzt der Kanzler fest auf Sieg. Die ersten Hochrechnungen des Abends scheinen ihm recht zu geben. Jedenfalls war zunächst eine Hochstimmung da, die noch erhöht wurde, würde ich mal sagen, als so gegen 7 Uhr oder in der Zeit jedenfalls das Telefon klingelte. Ich habe übrigens soeben einen Telefonanruf von Präsident Nixon gehabt, in welchem er mir zum Ergebnis der Wahl seinen Glückwunsch ausgesprochen hat. Hochgefühle in der Kanzlerpartei. Doch die Freude ist verfrüht.